Wie du siehst, wird durch die Erhöhung des ISO-Werts die Empfindlichkeit deines Bildsensors erhöht. Leider nimmt auch das Rauschen zu. Daher musst du beim Fotografieren ein ideales Mittelmaß zwischen ISO und Belichtungszeit finden, um noch ein schönes, nicht allzu rauschendes Bild bei schlechten Lichtverhältnissen machen zu können. Ich bin Lars vom Kanal Lars Fotografiert und Filmt. Bitte vergiss das Abo nicht, damit du auch weiterhin keine Folge verpasst. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.